Hallo und herzlich willkommen zu Burnout 2 Point of Impact. So, die Darstellung 60 Hertz. Ja, gut, jetzt macht das ja eh. Zwar ist das das hier. Das habe ich früher richtig, richtig gerne gespielt. Da finde ich das auch schade, dass da. Es werden doch so viele Spiele immer anderen, immer neue Teile von aufgelegt. Aber ich glaube, irgendwie hatte ich mal gelesen, die Macher von Burnout würden jetzt, hätten Need for Speed Spiel gemacht. Aber ich weiß nicht, vielleicht ist auch die Luft bei mir einfach draußen für solche Spiele. Drück mal Start. Ja, setz mich mal richtig hin. Während der Computer mir wieder immer ein V jodelt da. Ohne Speichern fortfahren, neu. Ich mach mal neu. Achso, ich muss auf Laden gehen und dann hier den. Okay. Weiter, Mann. Das ist Einzelspieler. Das ist mehr Einzel. Ach, Crash-Modus. Time Attack. Einzelrennen. Meine Güte, das ist ja schon Ewigkeiten her, dass ich das gespielt habe. Was ist denn Time Attack? Nehmen wir mal einen gelben. Das sind hier die Strecken. Ich nehme mal eine ganz kurze Strecke. Ich weiß nämlich gar nicht, was mich hier erwartet. Ich fand die Burnout-Teile eigentlich ganz okay. Das ist natürlich, die Grafik sieht natürlich aus heutiger Sicht aus eher schrecklich aus. Das sieht natürlich noch schlechter aus wie Xbox 1-Grafik. Ja, mach du mal hin da. Ja, was mich jetzt ein bisschen irritiert, ist das hier. Was muss ich eigentlich machen hier? Ups. Ich nehme an, das ist eine Checkpoint-Fahrerei hier. Jo, Checkpoint. Ich habe geguckt, weil das hieß irgendwas wie Crash, habe ich da gelesen. Ich habe geguckt, ob ich die wohl wie bei Burnout. War das gar nicht die Bremse? Wo ist die Bremse? Da ist die Hupe? Ach, die Bremse ist auf B. Das ist aber ungünstig gelegt. Man ist das ja heutzutage gewohnt, mit den Schultertasten Gas zu geben und zu bremsen. Was ich aber mache, ist hier. Ups, das war jetzt aber schlecht. Was ich hier mache, ich gebe mit A Gas. Und bremse mit B. Meine Güte, bin ich damit damals richtig klargekommen? Das wäre ein Checkpoint. Meine Güte, im Crash bin ich schon mal klasse. Das war nicht Ziel dieses Levels hier, aber egal. Also wenn das Ziel wäre hier, was ich hier so mir zusammen eiere, dann wäre das total super. Ja, was man natürlich sieht hier, es ist der GameCube. Ich will mal nichts über Grafik sagen. Das, damals, als ich gespielt habe, hat mich das ja auch nicht gestört. Man muss ja alles bedenken, dass das damals natürlich hier, was man positiv sagen kann, ist, das Ganze hat 60 Jahre, obwohl da, ich weiß gar nicht, was, ist das so bei allen Spielen, ist das, macht das der GameCube selber? 50, 60 Hertz? Weil das ist ja hier, das war ja bisher bei allen Spielen, die wir hier hatten, im 50, 60 Hertz Modus. Ich frage mich auch,
Woran ich sehe, welches. Ach so, das ist die dritte Runde. Sie ist Oma der Zeit. Es ist ungewohnt. Ach, das war's doch noch nicht. Ach stimmt, das ist ja auch Zeitfahren, was ich hier mache. Oh, ich bin ja so super schlau. Okay, dann gehen wir mal auf Start. Machen wir auf Beenden. Session beenden. Ja, wo beenden Sie doch einfach. Ich hatte irgendwas mit Crash gelesen. Ich weiß auch gar nicht, ob es hier bei diesem Spiel... ja, ist okay. Ob es bei diesem Spiel hier Crash-Kreuzungen gibt. Mal, das irritiert hier, dieses ständige A-Drücken. Hauptmenü. Ja, das war halt der normale Time-Attack. Offensiv-Driving, Einzelrennen, Meisterschaft. Ich mach mal... Ach, das ist den Crash hier, haben wir doch hier. Dann nehmen wir mal ein solides Auto. Den zum Beispiel, da lässt sich bestimmt gut crashen. Rase den Berg hinunter und versuche möglichst viele Schäden. Ja, das hört sich doch gut an. Sorge an dieser Küstenkreuzung für Chaos. Hebe ab und dran möglichst viele Busse. Nehmen wir mal das hier. Auch das ist wieder als Tipp zu verstehen, was man denn so spielen könnte. Ich weiß nicht, ob jetzt die Xbox-Grafik so viel besser aussieht. Was ist denn hier der Turbo? Das Turbo gefunden. Flieg, flieg. Das wird doch gar nichts. Neustart. Ja, ja. Das hat deswegen so viel Bock gemacht hier. Das ist immer und immer wieder. Man hat ja jetzt gesehen hier, da standen die ganzen Busse noch rum. Naja, das war auch nicht das Gelbe vom Ei. Naja, machen wir das Ganze nochmal. Neustart. Mal diese Fragerei hier. Neustart, Neustart, weiter. Und so auf diese Art und Weise kann man das natürlich immer und immer wieder wiederholen, bis man irgendwann mal es auf die Reihe bekommen hat, den ihr mitgebt. Ja, es ist aber weit weg vom Schuss, selbst wenn ich dieses... Ich weiß gar nicht, ob ich das Pumping schon hatte. Sieht aber jetzt mau aus. Das war's schon? Meine Güte, entweder die Konsole hatte nichts drauf. Glückwunsch, du hast eine Silbermedaille gewonnen. Naja. Ich fand's jetzt ein bisschen mau. Aber was muss man denn machen, um diese Busse mitzunehmen? Das kann natürlich auch sein, dachte ich, hätte das geschafft. So richtig die Action geht hier aber nicht ab, wie ich mir das so vorstelle. Die Bremsen alle viel zu gut. Das kann natürlich auch sein, dass der GameCube zu limitiert ist für die Erwartungen, die ich jetzt hier reinstelle. Warum will er, dass ich das nochmal mache? Hallo? Ach, weiter. Ende. Nächste Zone muss ich hingehen. So, ich sag mal schon mal danke fürs Anschauen des Videos und ich mache dann wohl einen Zweiteiler draus. Sonst werden die Videos zu lang. Dann dauert der Upload zu lang und ihr müsst auch dann sind die Videos besser für den Happen zwischendurch zum Gucken für euch.